Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert und in diesem Video geht es um Phasen der Gruppenbildung . Als man in den 70er Jahren die Gruppendynamik entdeckte, fand man heraus, dass es vier Phasen gibt, die eine Gruppe durchläuft, ehe sie wirklich eine Gruppe oder wie man heute ja auf Neudeutsch sagt, ein Team ist. Und die erste Phase nennen wir auf Neudeutsch Forming. Forming bedeutet, dass zunächst einmal Einzelwesen zusammenkommen und auch durchaus die Grenzen ausloten und auch mal schauen, manche schauen auch, ob sie die Gruppe vielleicht für ihre eigenen Zwecke instrumentalisieren können. Das führt dann in der zweiten Phase zum Storming. Storming bedeutet, dass Konflikte ausbrechen und durchaus auch der ein oder andere die Gruppe verlässt und sagt, mach doch einen Kram alleine, ich bin nicht mehr dabei, hab mir das anders vorgestellt. In der dritten Phase gibt man sich nun Regeln. Norming heißt diese Phase. Norming bedeutet, dass man sich Regeln gibt, wie man miteinander umgeht, dass man den anderen immer aussprechen lässt, dass man eben den Gruppenzweck über die Einzelinteressen stellt und so weiter. Sodass man dann in der vierten Phase zum Performing, also zur eigentlichen Leistung, was immer es ist, ein gemeinsames Theaterstück zum Beispiel, zur Leistung als Gruppe und Leistung der Gruppe übergehen kann, nachdem man diese Phasen durchlaufen hat. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse. Mein Name ist Marius Ebert. Schauen Sie mal unter spaßlerndenk-shop.de für Lernhilfen zur BWL. Danke.